Wahrheit ist ein natürliches Geschehen. Wenn du sie erfindest, wird das eine Lüge genannt. Wahrheit ist nicht etwas, das du erfindest. Wahrheit ist etwas, das du erkennst. Lügen sind etwas, das du erfindest. Du musst also nicht sagen, wahrhaftig, natürlich. Was natürlich ist, ist Wahrheit. Sollte man sich also an die Grundsätze der Vergangenheit halten? Oder sollte man zu etwas Neuem kommen? Es sollte keinen Drang zum Brechen der Regeln der Vergangenheit geben. Auch sollte es keinen Zwang geben, dass man es nur auf die Art und Weise der Vergangenheit machen muss. Es ist wichtig, dass jede Generation erwägt, was wird wirklich gebraucht, was wird nicht gebraucht. Wenn du den Müll, der in deinem Haus entsteht, nicht entsorgst, wird nach einiger Zeit dein ganzes Haus ein Mülleimer sein, nicht wahr? Jeden Tag musst du den Müll rauswerfen, nur dann ist das Haus sauber. Gleichermaßen gibt es in unserem Leben viele Dinge, die nicht funktionieren. Wir müssen sie täglich rauswerfen. Wenn wir das nicht tun, als eine Kultur, wenn man es über hunderte von Jahren nicht tut, dann stagniert man. Wenn man stagniert, funktioniert nichts. Wenn wir jetzt ständig nach besseren Möglichkeiten suchen, jeden Aspekt unseres Lebens zu behandeln, ich sage vom einfachsten ausgehend, wenn du einfach anfängst, dir anzuschauen, was die beste Art zu sitzen ist, wirst du unweigerlich zu mir kommen. Du wirst Yoga lernen wollen. Wenn du anfängst, dir anzuschauen, was ist die beste Art zu atmen? Ich sage, das sind alles lebenswichtige Dinge. Was ist die beste Art zu essen? Was ist die beste Art, mit deinem Körper umzugehen? Wenn du einfach anfängst, so zu denken, wirst du anfangen, Yoga zu machen. Das heißt, du wirst anfangen, dein körperliches und mentales Wohlbefinden auf wissenschaftliche Weise anzugehen. Ebenso, was ist der beste Weg, um zwischen zwei Nachbarn zu interagieren? Wenn du es wahrhaftig betrachtest, dann wirst du zu einer Wissenschaft gelangen, was am besten zwischen Nachbarn funktioniert, anstatt zu versuchen, eine Philosophie darum zu weben. Nun, die Philosophien der Vergangenheit könnten auch einmal einen Sinn gehabt haben, der im Laufe der Zeit zu einer Art Grundsatz übergegangen ist. Dann wurde es zu einem Gesetz, dann wurde es zu einem Glaubenssystem, dann wird es eine Religion im Laufe der Zeit. Stattdessen müssen wir uns über alles klar werden. Aber werden wir eine endgültige Antwort auf alles finden? Vielleicht nicht. Denn veränderte Realitäten sind da. Eine Möglichkeit, das Leben zu betrachten, ist also die erste und grundlegende Sache ist, es gibt wissenschaftliche und medizinische Beweise, die dir zeigen, dass dein Körper und dein Gehirn nur dann am besten funktionieren, wenn du freudvoll bist. Das Wichtigste ist also, dass du einen Körper und ein Gehirn hast, die gut funktionieren. Du hast ein funktionierendes Gehirn. Wenn dies geschehen soll, musst du dich in einem angenehmen Zustand der Erfahrung befinden. Die erste Sache ist also, aus deiner eigenen Natur heraus freudvoll zu werden. Wenn du das schaffst, wirst du ein funktionierendes Gehirn haben. Hast du das bemerkt? Wenn du glücklich bist, findest du Lösungen. Wenn du unglücklich bist, schaffst du Probleme. Hast du das nicht in jeder Situation in deinem Leben bemerkt? Das ist also wichtig, die erste und grundsätzliche Sache. Dies wird nicht getan. Menschen denken, dass Streben nach Glück erreicht werden muss. Du musst gegen Ende deines Lebens erfolgreich sein. Nein, das ist die allererste Sache, dass du von deiner eigenen Natur aus freudig bist. Jetzt hast du eine funktionierende Intelligenz, die nicht durch irgendwelche Zwänge belastet ist. Du bist strebend nach Glück bedeutet, dass du durch alle möglichen Zwänge belastet bist. Ich bin freudig bedeutet, dass du durch nichts belastet bist. Jetzt kannst du Dinge einfach so betrachten, wie sie sind. Nur wenn du die Dinge einfach so siehst, wie sie sind, nicht aus einem voreingenommenen Verstand heraus, einfach so, wie sie sind, dann wirst du auch jeden Tag mit Lösungen aufwarten, immer bessere Lösungen. Wenn du nicht einmal sehen kannst, was da ist, weil du über alles eine vorgefasste Meinung hast, wie soll dann eine Lösung aufkommen? Wenn du das Problem nicht einmal kennst, wie willst du dann mit einer Lösung aufwarten?